Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zu Episode 1 von unserem Crusader Kings 2 Let's Play mit der Holy Fury Expansion und den Tierkönigreichen. Wir spielen als Herzog Grrgr von Teddy, Herzog Gummibaum, also Herzog Grrgr Gummibaum besser gesagt. Wir brauchen schnellstens einmal eine Frau, also eine Eisbärenfrau, selbstverständlich, damit wir Eisbärenkinder erzeugen können, damit wir nicht mehr das Spiel verlieren, sobald wir abkratzen. Wir sind 35 Jahre alt und ein Genie. Wir sind Skorpion. Ich glaube, das habe ich nur genommen, damit ich nicht allzu alt bin. Graue Eminenz, lüstern, zynisch, stur, hinterlistig und momentan noch verwundet. Weswegen, wissen wir nicht ganz genau, aber es war wichtig. Schauen wir uns mal ganz kurz an Kulturen. Okay, wir sind zu stylisch. Der Rest ist da auch so stylisch. Was heißt das, wenn das so... Da sieht man jetzt gleich mal, dass ich mich nicht auskenne. Wo waren jetzt die Kulturen? Religion, Kultur. Das da, wenn das so gemischt ist? Ist es beides? Oder ist es eine gewisse Art von so stylisch? I don't know. Egal! Nicht so wichtig. De jure Herzogtümer. Aha, wir sind nicht wirklich in unserem De jure hier. Aber das heißt, wir haben sicher Casus Belli gleich mal von Anfang an. So, ich sehe, gehört uns noch ein paar Sachen vom De Jure Herzogtum Teddy nicht. Interesting. Die Königreiche, okay, da wird sich dann später mal Leidratia anbieten, einzunehmen. De Jure Reiche sind wir innerhalb von Knaseia. Wir haben aber ja den achso, das ist noch außerhalb des Heiligen Römischen, also nein, sorry, Heiliges Lukisches Reich. Aber das wird so circa die Richtung sein, in die wir gehen. Will ich mal sagen, was davon kann eigentlich tatsächlich uns und was wem anderen? Also Teddy ist der Herzogstumtitel und dann haben wir die Grafschaft Terek. Also Moment, wir haben Terek, Karl Dingsbumsi, Sapu, Jegolik und da haben wir noch ein Vasallen, oder? Shit, warte mal, sind das wir? Nein. Da haben wir noch ein Vasallen, also einen Vasallen auf Grafenniveau. Sonst haben wir nur die Barone und so, die innerhalb unserer eigenen, Grafschaften hier rumhocken. Ein Vasallen auf Grafenniveau. Der Rest der Länder gehört uns selber. Das ist einmal nett. Das heißt, der wird wahrscheinlich so schnell nicht aufmucken. Magst du mich? Ja, okay. Du liebst mich nicht, aber es ist jetzt auch nicht alles so schlimm. Wir können den Kronenfokus machen. Mit deinem Charakterding sie. Und so weiter und so weiter und so fort. Man kann nicht mehr die Ambition haben zu heiraten, oder? Wenn wir jetzt eine Ambition auswählen würden. Können wir entweder sammelt Schätze an. Werdet, oh, findet einen Freund, werdet König von Leidratia. Kriegst du was an? Aber ich glaube, es gibt uns keine Casus Belli, weil wir nicht, weil wir eine organisierte Religion sind, so wie ich das vorher verstanden habe. By the way, auch noch wichtig nachzuschauen. Wie sieht unsere Erbschaft aus? Absolut keine Erbteilung, oh shit. Das heißt, wir sind in Erbteilung. Wann können wir zumindest mal auf Primogene oder Wahlmonarchie wechseln, das dauert ewig, gell? Erbrecht nicht geändert, mindestens 10 Jahre, kein Vasallen und negative Einheit der folgenden Bund und Belege gehalten ist ein Vizekönigreich. Spätfeudale Verwaltung oder kaiserlich-imperiale Verwaltung, das ist ziemlich weit weg, nehme ich einmal an. Steht das da irgendwo? Ah, spät. Nein, da können wir schon hin. Okay, das heißt, da könnten wir eigentlich hin und dann könnten wir das ändern, was wir definitiv machen wollen. Ich meine, meiner Meinung nach ist was geiler, aber das ist easier. Okay, das können wir sogar sofort machen, ohne dass ich irgendein Gesetz ändere. Regiert seit mindestens 10 Jahren. Kein Vasall hat eine negative Meinung von euch. Ich meine, er kann manchmal den Falschen treffen. Aber ansonsten taugt mir das eigentlich am meisten. Dass sie eine Wahlmonarchie draus machen. Dann können wir dann auch einfach jetzt die Zentralisierung erhöhen. Stattdessen. Da habe ich eine weiter, bessere Dämonengröße, so ein Vasallen-Limit brauche ich eh nicht. Das sind aber Grafschaft-Vasallen, glaube ich, die Vasallengröße. Diese Baron-Vasallen, also die nur die Holdings, die, was kann man da, neu, die besitzt immer haben, die innerhalb von Grafschaften liegen,
wo ich das höchste Besitztum habe, also damit auch den Grafentitel, die zählen dazu, glaube ich, nicht. Es zählen nur die Vasallen, die eine eigene Grafschaft haben. Das heißt, das passt eigentlich auch. Ich glaube, wir gehen einfach ganz hoch. Why not? Why not? Ich meine, brauchen wir die Domänengröße? Nicht wirklich, noch nicht. Aber später vielleicht. Titel aber kennen erlaubt, auch nett. Aber wir machen es mal, man darf, glaube ich, man muss dann immer wieder warten, bis man das nächste Gesetz erlassen kann oder ändern kann. Und deswegen ist es gut, wenn man gleich am Anfang mal eins ändert. Okay. Aber wichtig ist vor allem, sorry, die Heirat. Haben wir irgendwelche leimenden Eisbären? Ich will keine Menschen. Ja, ich will. Ja, wir können nicht gleich uns in Menschen einhaken. Gibt es keine leimende Eisbären-Lady hier? Mann, ich wollte schon nach Genius suchen oder so, aber das wird nix helfen, weil die müssten alle Eisbären sein. Aber wir können das mal aufsetzen hier. Verheiratet, nein. Wurscht. Nein, meine Religionsgruppe und vor allem meine Kultur müsste sein, damit das Eisbären sind. That I don't care. Und dann mal Filter speichern unter Platz 0. Schauen wir mal, was wir hier... Wie lange ist diese Liste? Oh ja, die ist länger, als ich dachte. Haben wir irgendwo irgendwelche Traits da drin? Wie Genius? Nein. Haben wir attraktiv, haben wir. 12 Kurtisanen? Ich meine, mal attraktiv einheiraten? Wäre gar nicht so schlecht. Haben wir stark? Heißt das stark? Ja, 28. Das einzige Problem an einer 12-Jährigen ist, dass ihr müsst euch dran gewöhnen, okay? Das ist Crusader Kings 2. Das einzige Problem an einer 12-Jährigen ist, dass es dann ein bisschen dauert, bis sie 16 ist, glaube ich, oder? In Europa Universalis 4 ist es, wenn sie 12 ist, wenn sie 15 ist, gelten sie als erwachsen hier, also ab 16, ist, dass wir erst ab dann Babys machen können. Und wir brauchen Babys, weil wir ja nicht wollen, dass unsere Titel unserer Dynastie abhanden kommt. Das heißt, das ist natürlich blöd. Auf der anderen Seite kann ich sie schon 4 Jahre lang aushalten, glaube ich. Das ist halt ein bisschen risky. Die starke ist 28, ist auch risky, ist, weil sie halt dann bald nimmer Babys machen kann. Das perfekte Fenster gibt es jetzt keine wirklich. Da ist eine, die schnell ist, das ist auch ganz nett. Schlau heißt das, okay, sorry. Quick heißt es nämlich auf Englisch. Schlau heißt das. Servus Katze, what's up? Nein, ich spiele... Ich tut mir leid, dass ich nicht mit den Katzen spiele, aber die waren da rechts und waren nur Stammes. Ja, die sind nur irgendwie so Stammesviechis. Deswegen habe ich jetzt die Eisbären genommen. Ja, I'm sorry. Ich kann nichts so viel... Das Spiel war's. Sonst gibt's hier nicht wirklich so... Interessante Sache. Ich glaube, wir machen das. Also, falls sie mich heiraten. Also, nicht heiraten noch, sondern sich verloben will hier. Nein, war das eine andere? Ich dachte, das wäre attraktiv gewesen. Nein, die ist noch ein Baby. War es stark? Bin ich jetzt gerade deppert? Da war doch eine 12-Jährige, die attraktiv war. Again. Es ist Crusader Kings 2. man sagt viele schreckliche Dinge. Einmal... Verlöbnis arrangieren und tut noch viel schlimmere Sachen. Ja, mit Grigri Herzog von Teddy. Okay, würdest du machen? Dann machen wir das mal und warten jetzt halt 4 Jahre, bis wir tatsächlich Babys produzieren können. Dafür können wir dann extrem lange Babys produzieren. Du darfst jetzt nur nicht drauf gehen, bitte. Please. Okay, was haben wir bei Intrigen? Was können wir noch so machen? Ich muss mich zuerst damit vertraut machen, was das überhaupt für eine Art von Sache ist, die wir haben. Wir können einen Hofarzt anheuern, neues Königreich können Gelage abhalten, Befehlshaber, okay, wir können nichts. Wir sind definitiv... Okay. Von schnucklesischen Kaufleuten kennen wir. Okay. Okay, und die schnucklesischen vertreiben. I see. Im normalen Spiel sind es die Juden, von denen man zuerst Geld leihen kann und sie dann vertreiben. Wie gesagt, es ist ein böses Spiel über das Mittelalter. Befehlshaber befördert, heiligen Mann an den Hof einladen, Adligen an den Hof einladen. Okay, wir werden das alles auch nochmal ein bisschen später machen. Jetzt! Also, warte mal. Meine Ambitionen sind dann, ich meine, soll ich dabei noch eine andere haben? Weil ich kann noch gar keinen Erben heranziehen, weil wir noch gar keinen gemacht haben. Aber die Frage ist, naja, ich werde nicht so lange Frieden haben. Mit den Freund finden. Ich glaube, wir machen trotzdem von Anfang an ein Erben. Und jetzt aber derweil, wenn wir jetzt noch... Ich brauche trotzdem irgendwas mit Gesundheit.
Das ist gar nicht so schlecht. Normalerweise die Fruchtbarkeit und alles, aber das brauche ich eigentlich erst auch wieder, wenn ich verheiratet bin. Gibt mir irgendwas anderes noch Gesundheit? Es gibt mir Attraktivität. Das gibt mir Gesundheit plus 1 und Kriegspunkt plus 2. Ich glaube, ich nehme trotzdem gleich von Anfang die. Also auch nur Gesundheit plus 1. Na, dann nehmen wir vielleicht das Jagen. Ich glaube, dann nehmen wir dabei mal das Jagen, um die Kriegskunst ein bisschen zu erhöhen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin. Ich selber will ja eigentlich eher weniger hier die Armeen anführen, weil ansonsten erstens bin ich scheiße darin. Und zweitens will ich nicht sterben. Ich glaube, ich bereits mehrfach betont habe. Was sage ich mit dir? Du bist auch Eisbär? Ja. Hast du irgendwie? Nein. Du bist nur das hier. Du hast keine Pakte momentan. Und wir sollten den Casus Belli gegen dich haben, weil du in meinem, ja, de jure Anspruch auf Teddy. Auf Kuma. Was wäre denn da der Unterschied? 250 bis dich verliere ich. Oder halt alle. Okay, das ist der. Ich weiß nicht, was der genaue Unterschied ist. Aber das ist, glaube ich, der bessere Anspruch hier zu benutzen als der de jure Anspruch auf Teddy. Ich glaube, das ist besser, wenn man mehrere Provinzen auf einmal sich holen will. Aber scheinbar ist nur Kuma in der de jure Teddy. De jure Herzogtum von Teddy? Ja, nur Kuma. Das heißt, nur das kann ich mir jetzt derweil holen, dafür, dass ich Herzog von Teddy bin. Was ich immer noch gerne wissen würde, wieso kann ich mir. Wieso habe ich den Herzogtumtitel nicht von. Ach so, die sind geteilt. Also ich sollte mal daran arbeiten, oder? Da müsste ich mir nur einen von den beiden holen. Und dann könnte ich mir noch den zweiten. Ja, das sind alles One Province Miners. Um mal Europa Universalis 4 Terminologie zu verwenden. Damit wir uns das zweite Herzogtum ja auch noch unter den Nagel reißen können. Das wäre ganz nett. Wie viel kann ich gerade im Raisen eigentlich an Truppen? Holy shit! 5000? Okay, jetzt verwundert mich gerade extrem. 5000 ist insane. Das war mir. Achso, ich glaube, ich habe später angefangen, als ich das normalerweise tue. Nicht unbedingt absichtlich, by the way. Hätte ich früher anfangen können? Probably. Okay, aber das heißt, wir haben jetzt schon viel. Wir sind technologisch schon viel weiter, glaube ich, als sonst. Das heißt, alle können viel mehr Truppen. Ja, du hockst auf 3000, das ist shitload. Wir sind, glaube ich, auch. Sind wir in einem reichen Teil der Welt? Nochmal kurz Wirtschaft. Ich meine, reich, ja. Ja. Wobei, wir selber sind gerade nicht so wahnsinnig reich. Okay. Also, I can take you. Und du. Ja, ist 1,5. Die Runde rum können wir momentan alle, mit denen können wir uns durchaus anlegen. Es wird ein bisschen schwierig, wenn da wer mich angreift oder so. Sehr unangenehm, da ist auch noch ein Mensch drin. Wie grauslich. Hoffahrtsanheuern, anheuern, ja. Die Special Titles wollen wir. Unseren Rat müssen wir uns sowieso auch ansehen. Ich meine, Graf Bern, bist du in irgendwas anderem vielleicht gut, wo wir dich einsetzen könnten? Weil so bist du eigentlich ziemlich scheiße, muss ich jetzt ehrlich sagen. Als Diplomat. No offense. Aber ich möchte ihn dabei. Mein Hofspitze ist auch absolut crap. Können wir dich nicht zum Hofspitzen machen stattdessen? Ich glaube, das ging irgendwie nicht, dass ich den Grafen dann zum Hofspitzen machen kann. Also ich glaube, du musst wohl leider derweil hier Kanzler bleiben. It's fine. Ist noch meiner. Vielleicht kriegen wir. Hätte ich irgendeinen Casus Belli gegen dich? Grenzdisput. Aha, herzliche Eroberung von Kuban kann ich machen, obwohl ich noch nicht Herzog von Kuban bin, oder? Ich bin momentan nur Herzog von Teddy. Na, ich bitte. Nur Herzog von Teddy. Grafschaft, Grafschaft. Ist irgendwer Herzog von Kuban momentan? Nein, du bist nur Graf, du bist auch nur Graf. Das Herzogtum Kuban gibt es gar noch nicht. Das gibt es nur de jure, also theoretisch. Aber ich könnte sie angreifen jetzt gerade auch. Ich glaube, wir machen es erst dich, weil du der schwerere Brocken bist. Anyways, wir waren noch bei den Ratspositionen. Sonst sie das ändern? Marshall ist auch kacke. Ich hätte gerne ein paar bessere. Ich nehme mal an, meine Commander sind alle schlecht. Also meine Befehlshaber. Sechse, ja. Ich meine, du bist ganz okay. Zeige mal dich hier. 16. Nur persönliche Kampffähigkeit. Aber wir könnten mal ein paar.
Das ist das zweite, was wir gerne machen würden. Alle durchsuchen, das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Beliebig. Verheiratet, beliebig. Das einzige ist, auf Hof beitreten, ja. Und das ist eigentlich alles. Meine Kultur muss das auch nicht sein. Beliebige Kultur. Okay. Weil können wir von unserer Religion her, kann ich auch Frauen als Befehlshaber haben? Das wäre mir gerade wichtig, noch nachzuschauen, bevor wir da jetzt irgendwelche Frauen mit hohem Militärskill einladen. Bringt der andere relativ wenig. Ne, ist jetzt alle Männer. Pretty sure. Also, ist schwer zu sagen, weil ihr Eisbären seid, aber... Oder bist du eine Frau? Kurtisanin Teddy, du bist eine Frau. Fluffy. Oh, Fluffy. Hello. Nein, das heißt, wir können auch Frauen einladen. Perfect. Das heißt, wir schauen jetzt einfach, wer von denen hier... Ah, oh, das ist das schlecht. Haben wir so wenig Religionsgruppe? Oder niemand will zu mir momentan haben? Ich würde das speichern mal unter Platz 1. Nicht die Heiratswilligen, sondern die Hofbeitrittwilligen. Und was ist, wenn ich, wenn mir die Religionsgruppe auch egal ist? Kommen wir dann ein bisschen höher hier? Nein. Wieso kennen wir alle nichts in Sachen? Okay, das heißt, wir kriegen keine gute Befehlshaber. Aber wie schaut es mit anderen Sachen aus? 13, 14, 16. I don't know. Du wirst wenigstens ganz okay im Hofspitzel sein. Weil skillmäßig können die alle nicht so wahnsinnig viel, wollte ich nur sagen. Okay, du bist einmal dabei. Wo wollen wir überhaupt? Was ist unsere beste Provinz, die wir momentan haben? Ist das alles Teddy, by the way? Ich muss nochmal nachschauen. Nein, Teddy wäre das. Da haben wir eine Dreier, eine mit 4 Holdings, eine mit 5 Holdings. Und genau die mit 5 habe ich natürlich nicht. Wie sieht es hier aus? 4, 5, 3, 3. Das war 3, 3, 4, 5. Okay, exactly the same. Das heißt, ich würde eigentlich schon irgendwann gerne ganz Teddy haben. Das heißt, eigentlich würde ich dir gerne... Können wir dir... Du hast schon einen Nachfolger. Können wir dir einfach sagen, wie alt bist du? 46, wie alt ist deine Frau? 43, das heißt, yo, wenn wir das Kind umbringen, dann kriegen wir vielleicht die Grafschaft nachher gleich. Schauen wir mal, ob wir das Kind umbringen können. Again? Das ist Crusader Kings 2. Das hatte ich mir vorher nicht überlegt. Beschwerung zur Ermordung des Kindes. Yep. Ich meine... Hast du immer das Kind vielleicht? Ma, die sind alle so loyal. Meinung von Bern. Wieso mögt die Berner? Berner kann wahrscheinlich noch nicht einmal reden. Alter, eins! Einjähriges Baby. Kann man nichts damit anfangen. Wie kann man ein einjähriges Baby mögen? Grundzurückhaltung. Meinung über mich. Dann gehen wir mal schauen. Wir lassen es derweil da und schauen uns später mal wieder an, ob vielleicht irgendwann dann nicht mehr den Bernhard mag. Super wäre natürlich auch, wenn der Vater stirbt und dann das Kind als Zweijähriges hier der Nachfolger wird. Weil dann werden alle Vasallen es hassen und dann werden wir eine bessere Chance haben, jemanden einzuladen für unsere Verschwörung hier. Und wenn das Kind dann stirbt, bin ich der Nachfolger. Glaube ich zumindest. Wenn es keine Nachfolger mehr gibt von dem Titel, dann sollte ich sein. Wir können das eigentlich nachprüfen. Ja, die einzige Erbfolge ist noch Bernard Brown hier. Und wenn er tot ist, gibt es keine Erbfolge mehr. Das heißt dann, es geht zurück an den Lehnsherrn, glaube ich. Which is me! Und ich hätte das gerne. Okay. Jetzt ist aber die Frage, wo wir derweil den Fokus hinsetzen wollen. Eigentlich würde ich sie hinsetzen wollen, weil es die beste Provinz ist, aber dann setzen wir es derweil dahin. Kronfokus festlegen. Okay, wollen wir das bauen? Haben wir Geld? 77. Wir können Burgbefestigung bauen. Festungsstärke, kein Bock. Als erstes würde ich eigentlich gerne die Burgstädtchen bauen. Oh, wir haben schon Burgstädtchen 3 hier. Ja, stimmt, das ist, weil wir so spät... Das ist interesting. Das ist, weil wir so spät sind. I don't know. Bin ich nicht gewöhnt. Normalerweise fangen wir immer viel früher an. Also ich. Aber ich finde das gerade zu passend, um es nochmal zu probieren. Mit Teddy von Herzog. Nein, we have to do this. Hofarztanheim, genau. Sorry, wir waren ja noch beim Rat. Ich vergesse immer. Also, dann tun wir dich mal Truppen ausbilden lassen in hier. Dann lassen wir dich mal Ansprüche fingieren. Ich meine, ich habe eigentlich überall Casus Belli, wo ich welche will für den Moment. Vielleicht den Moon? Oder hätte ich da auch den Casus Belli? Nein, da habe ich nur Grenzdisput.
Okay, dann hauken wir hier mal. Ich meine, er ist nicht besonders gut darin jetzt, weil er ein 7er ist. Falscher Anspruch, nur 3 Adrige und zürnt öfter als falscher Anspruch. Ja. Egal. Steuern eintreiben machen wir in Kalarus dabei. Wir schauen mal, ob wir irgendwo Tech stehen können. Ich meine, ich nehme mal da. Wo ist denn da die Hauptstadt von dem Heiligen Lukischreich? Wobei, du bist gar nicht so weit. Aber ich glaube, das ist die Hauptstadt des Heiligen Lukischen Reiches. Gehen wir da mal ein bisschen spechteln. Servus. Dann werden wir, glaube ich, noch Kulturforschung betreiben in Kalus. Ja, und dann hätten wir das mal gemacht. Jetzt kommen wir zu den niederen Titeln und schauen wir mal, ob wir einen Hofarzt den wir auftreiben können. Du bist gut, aber magst mich nicht. Magst du mich mehr, wenn ich dich zum Hofarzt mache? Ich meine, es kann gefährlich sein, nehme ich an, wenn einem der eigene Hofarzt nicht mag. Wie heißt du? Kann ich dich? Dude. Börje? Können wir Börje suchen? Börje? Sieh mal ein paar andere. Okay, nein. Kein Börje? Doch, Börje. Okay, ich hab's nur falsch geschrieben. Das ist der, oder? Vom Bacchanta. Ja, so. Ich geb dir jetzt einen Haufen Stallmeister, darfst du werden. Bist du da auch noch? Dann bist du Jägermeister auch gleich. Nur damit mich mein Hofarzt mag. Und mir immer die beste Behandlung angedeihen lässt. Okay, ich glaube, wir können dich das nicht auch noch machen. Dann schauen wir kurz nach Rang sortiert. Nope, andere Richtung. Graf, ich meine, du magst mich eh, aber lass mir dich mal noch Jägermeister sein. Das mögen mich eh alle relativ gerne. Maya, Mundcheck wird noch irgendwer. Sure. Hoflehrer, lass mal dabei. Oh, du bist nicht schlecht. Du bist fleißig, geduldig, bescheiden. Ja. Guter Hoflehrer. Und dann, wie gesagt, Befehlshaber haben wir jetzt nicht wirklich bessere bekommen. Was hast du? Ja, bist du schon? Sonst lassen wir dich auch noch kurz Befehlshaber sein. Alright, nur Befehlshaber, Auto-Befehlshaber passt schon. Mein Rat. Ich verstehe nicht ganz genau, was das macht, by the way. Aber ich glaube, momentan hat der Rat eh nicht eine besonders hohe Macht, oder? Wir schauen mal bei den Gesetzen. Erbschaft haben wir gerade, können wir noch nicht ändern. In 10 Jahren, wenn wir es ändern können. Which is cool. Die Zentralisierung haben wir hier gesetzt. Pflichten und Rat. Okay, Macht des Rats keine. Alles ich. So soll es sein. So bleibt es hoffentlich für den Moment. Alright, dann schauen wir jetzt, was du mir da oben sagst. Oradin, die hat keinen Erben. I know, working on it. Also, technisch gesehen müssen wir noch ein bisschen warten. Teddy, ja, Titelverlust auch klar. Herrscht unverheiratet. Same problem. Yep. Spezielle niedere... Ernannte Regent. Das habe ich noch nicht gemacht, okay. Regent, da wollen wir uns jemanden suchen am besten, der zufrieden ist. Zufrieden, ich meine zynisch, lüstern und gefräßig. No. Wie wär's hier? Ich meine, da ist ein paar gute Traits, aber definitiv nicht ambitioniert. Tapfer, in das wie gerecht wäre vielleicht auch gut. Die gefallen mir alle nicht so wahnsinnig. Ich meine, du bist geduldig, fleißig, magst mich. Machen wir dich zum Regenten. Ich meine, momentan ist es eh wurscht. Momentan ist der Regent egal, wenn ich sterbe, dann hört das Spiel auf. Aber der Regent ist dann wichtig, wenn der eigene Charakter stirbt und der Nachfolger noch ein Kind ist und damit einen Regenten braucht. Oder wenn man, wie heißt das, wenn man irgendwie Alzheimer bekommt oder ähnliches. Oder senil wird und dann einen Regenten braucht. Und wenn der Regent dann ambitioniert ist, dann wird man oft ausgebotet. Das sollte ein Regent sein, der einen mag und mit der Stellung, die er inne hat, zufrieden ist in der Welt. Damit man nicht übers Ohr gehauen wird, weil man ja dann selber gerade sich nicht so um die Sachen kümmern kann. Alright, das war jetzt auch wieder ein bisschen mehr Setup. Es tut mir leid, aber es ist Crusader Kings 2, das passiert manchmal. Das habe ich mir ein bisschen akklimatisiert hier. Die nächste Folge wird anfangen, glaube ich, mit dem Krieg hier gegen Graf Kumamon von Kumana. Sehr, sehr originell. Sehr origineller Name. Kumamon von Kuma. Alright! Ich hoffe, wenn man das sehr Spaß gemacht hat, zu sehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like, dann abonniert den Channel, aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!